wenn wir nicht eine grundsätzliche Versorgung von finanziellen Mitteln für Kinder auch zur Verfügung stellen, von der sich von A bis Z, sage ich mal, so ein Stück weit auch alles geleistet werden kann und wo es eine Grundfinanzierung auch gibt, dann werden wir immer wieder daran scheitern, dass, und werden immer wieder Familien erleben, die gewisse Voraussetzungen nicht erfüllen können. Deshalb sind wir für eine Kindergrundsicherung, aber die wir in zwei Säulen darstellen. Das eine ist einerseits eine finanzielle direkte Zuwendung an die Familien, um eben tatsächlich die Schulmittel zu kaufen, die man vielleicht nicht eben umsonst oder kostenfrei erhalten kann, um tatsächlich den Zugang zu Freizeiten zu ermöglichen, aber auch die materiellen Werte von Klamotten bis zum Essen und Trinken und so weiter. Dafür gibt es eine finanzielle Zuwendung. Und das andere ist eine zweite Säule. Da wollen wir einen möglichst freien, kostenfreien Zugang, gebührenfreien Zugang zu Bildung und Teilhabe eben ermöglichen. Wir müssen vor allem einen Grundsatz auch erkennen. Wohnen darf nicht ausschließlich vom Markt abhängig sein und darf nicht ausschließlich marktwirtschaftlich betrieben werden, sondern wir müssen eben auch dazu sehen, dass Boden und Wohnen keine Spekulationsware wert. Wir sehen da zum Beispiel vor, dass wir gerade in der Bodenpolitik zusehen, dass die öffentliche Hand Vorkaufsrechte bekommt und im Rahmen der öffentlichen Hand, im Rahmen dessen tatsächlich auch Boden zur Verfügung stellen für bezahlbaren Wohnraum über Erbpacht, aber dann auch über Eigentum, über kommunale Wohnen. Wir wollen aber auch ein Mietmoratorium einführen, um da auch tatsächlich zu gucken, dass wir die Mieten, die wir aktuell haben, nicht in eine massive Höhe treiben. Wir wollen die Mietpreisbremse, die wir aktuell haben, die ja nur befristet ist, auch entfristen. Zunächst mal haben wir schon eine Deckelung für die Kosten der Pflegebeteiligung, der Eigenbeteiligung schon eingeführt. Die wollen wir aber auch noch erhöhen, also beziehungsweise absenken, so dass der Eigenanteil geringer sein muss, um tatsächlich weniger die Menschen dazu zu nötigen, tatsächlich auch ein Stück weit in Armut zu geraten. Dann wollen wir aber grundsätzlich die Familie als Vollversicherung, aber die Pflege über eine Vollversicherung in einer Bürgerversicherung, mit einer Bürgerversicherung finanzieren. Je mehr Einkommen dazu beitragen, dass Pflege finanziert wird, umso mehr Geld habe ich anschließend auch in der Kasse. Am Beispiel diejenigen, die ihr Geld auch zu Recht damit verdienen, indem sie zum Beispiel Wohnungen vermieten, weil sie da Kapital haben oder weil sie Wohnungen haben oder so weiter. Auch das soll mit einfließen in die Finanzierung Sozialversicherung, damit auch in die Pflegeversicherung. Und wir wollen dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden in der Pflege natürlich auch tariflichen Lohn bekommen. Überall. Das braucht eine grundsätzliche Herangehensweise. Und es fängt früh an. Inklusion beginnt ja auch schon in Schule. Ich glaube, da sind vielleicht in der Vergangenheit ist nicht richtig herangegangen worden, indem man eben sagt, wir verändern die Situation so, dass wir Inklusion jetzt zulassen, aber die Rahmenbedingungen dafür noch nicht haben. Und das Geld führt dann weiter zum Arbeitsmarkt. Aber ich glaube, wenn Gesellschaft dazu stärker bereit ist, dann kann man da auch etwas tun. Ich weiß, dass nun gerade hier im Land, gerade im Moment die Fördermittel gerade für die Beiträge für Inklusionsbetriebe überlegt wird, auch zurückzugehen, zurückzuschrauben. Das darf am Ende nicht passieren, weil das hat eben nicht den Grundsatz oder folgt nicht dem Grundsatz, dass es volkswirtschaftlich nämlich richtig ist, Menschen in dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und tatsächlich dann am Ende auch volkswirtschaftlich was zu sparen, weil wir diesen Menschen auch vor Armut tatsächlich verhindern, dass sie in Armut geraten.